Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und hat mich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich einmal auf einem Twink auf Outlaw, beziehungsweise den habe ich mir gerade erstellt, weil wir wollten uns ein Item kaufen. Da hatte ich nämlich gesehen, dass neben ewig vielen Sachen hier aus jetzt The War Within, die habe ich noch nicht angefangen zu kaufen, auch ein Item drin ist, was für mich interessant ist, und zwar ein Remove This für 50k. Das ist mal wieder so ein Cutter-Craft-Item. Die sind seit, ja, wahrscheinlich Ende Cutter nicht mehr im Game, also knapp 10 Jahre oder sogar ein bisschen mehr als 10 Jahre. Und das kaufen wir uns jetzt einmal für 50.000 Gold. So, jetzt holen wir das einmal raus hier. Das gute Stück. 50k für das Ding ist schon ein Schnabber quasi. So, T-Mog ist gelernt. Wir können es auch just for fun hier mal in den Ding reinschmeißen. Just for fun. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal in meiner Liste. Oh, was war das jetzt? Oh, da ist irgendwie Video losgegangen. Egal. So, also, dann schauen wir mal in die Liste. Also, da haben wir das Ding drin. Das können wir jetzt einmal rauskegeln. Sonst sind es jetzt nur noch 43 Items. Also so zumindest in der Theorie. Und dann tragen wir das hier nochmal ein. Also das waren jetzt hier 50.000 Gold. Mal gucken, was wir dann noch so finden. So, dann schauen wir uns jetzt erstmal an, was ich zwischenrein noch geholt habe. Und zwar ziehe ich euch jetzt einmal die Tabelle rein. Ich habe noch 20k für Verträge ausgegeben und 70k für Verzauberungen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das für VZs sind, ist halt einfach hier aufs Gear. Ich nehme das Video jetzt aktuell auf, noch in der ersten Woche der Season, also wo noch keine Plus offen ist. Und auf die Sachen habe ich jetzt hier nur die Rang 2 Verzauberungen drauf gemacht. Trotzdem sind die aktuell noch relativ teuer. Glaube ich, Hose habe ich sogar Rang 3, ne, aber sonst darf halt. Und die Verträge halt einfach hier so ein Vertrag für die Fraktionen, weil ich tatsächlich noch Ruf brauche. Und ja, zwischenzeitlich hatte ich ja noch ein Video eingeschoben mit den ganzen Berufen. Da hat man ja einiges rausgehauen, 1,6 Millionen. Wenn ihr es genauer sehen wollt, schaut in die letzte Folge rein. Genau, die kam ja. Und jetzt will ich aber an der Stelle weitermachen, dass wir uns die ganzen The War Within T-Mog-Teile holen. Beziehungsweise auch Rezepte und ja, auch ein paar Pets, die günstig sind. Ich hätte jetzt gesagt, also ich könnte jetzt auf hier WoW Sing gucken, wo immer das jeweilig günstigste ist, ne, sowohl von den Items als auch von den Rezepten, aber dann locken wir 50 Server durch und ich glaube, das ist die Zeit nicht wert. Ich hätte jetzt gesagt, ich kaufe jetzt erstmal von den T-Mog-Sachen auf dem ersten Server alles so bis 3k auf, dann logge ich auf den nächsten und so weiter. Ich glaube, da sparen wir uns ein bisschen Zeit und ähnlich machen wir das bei den Rezepten und ich glaube, Pets gibt es auch ein paar günstige noch. Machen wir das auch mal, hätte ich gesagt. Ich bin jetzt hier auf meinem Mainserver auf Blackmoor und jetzt würde ich sagen, Gold ist auf 0 gesetzt. Ja, ich hatte nochmal quasi neu eingeloggt. Jetzt kaufen wir uns erstmal so bis so um die 3k die ganzen Dinger raus. So viele T-Mog sind es tatsächlich gar nicht. Hier waren jetzt knapp 40 Sachen drin. Also, das geht echt. Ich habe ja sehr viel auch schon beim Leveln gefunden und gelernt. Also, dementsprechend geht das. Und was ich aktuell noch nicht kaufen werde, sind jetzt so die Sachen, die Raid-Drops und so. Ne? Das macht jetzt am Anfang keinen Sinn. Die werden noch deutlich günstiger werden. Also da jetzt am Anfang reinzubuttern, ist, glaube ich, nicht so sinnig. So, jetzt haben wir uns mal einen ganzen Haufen gekauft. Hat jetzt 27k gekostet. Also geht echt fit. Ich könnte jetzt auch gucken, dass ich das irgendwelchen Chars sinnig zum Gieren gebe. Wobei, das wird ja eh Kriegsmolten gebunden. Also passt. Schön ist, wir können jetzt alles lernen. Ich muss bloß gucken, dass ich nicht versehentlich dann mein Gear hier nachher verkauft, ne, wenn ich den ganzen Schrott wieder weghau. Müssen wir das nicht verkacken. So, das kann ich sogar noch auf die Warbank legen, das ist doch wunderbar. Und die anderen Sachen, die packen wir halt dann weg. Gut, das waren jetzt schon mal einige T-Mox. Auch weg, so. Ja, 27k waren, das legen wir dann auf die Warbank. Jetzt hätte ich gesagt, dann machen wir halt 27 TWW T-Mog, dann TWW, was hatten wir, Pets und TWW Berufe, bei Berufe machen wir, naja, muss ich mal gucken, können wir die Rezepte reinmachen und eventuell mache ich dann auch noch die
Erstherstellungscraft, das muss ich mal schauen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Hier können wir ja auch nach Pets suchen. Suchen wir das mal als nächstes. Also die günstigen hätte ich mal gesagt. Die zwei, die können wir uns mal holen. Eins, zwei, das waren jetzt 3.500. Runden wir es auf für 4. Bei den T-Mox haben wir es abgerundet. Alter, wo war denn jetzt der Postkasten da hinten? Ich bin hier immer noch nicht so ganz firm, wo alles ist. Ne? Also haben wir die schon mal. Wo sind denn die eigentlich her? Das ist der Chester, der ist, glaube ich, aus den Tiefen raus, ne? Den habe ich bis jetzt noch nicht gedroppt bekommen. Und der andere, keine Ahnung, wo der genau her ist. Ein Glühwürmchen. So, die hätten wir schon mal. Dann, gut, den anderen, den kaufe ich jetzt mal nett. Den finden wir, denke ich mal, woanders noch günstiger. Also das trage ich jetzt auch mal ein, 4K. Und jetzt holen wir noch ein bisschen Rezepte. Wir sind jetzt bei, ja, ziemlich genau 30K. Jetzt würde ich auch sagen, kaufen wir die Rezepte so bis 3K. Es gibt dann später auch noch einige teurere, aber die kaufe ich dann eventuell auf dem jeweiligen Server, wo sie da am günstigsten sind. Ne? Wenn die Sachen dann teurer wären, dann rentiert sich das schon, zu gucken, dass man da ein bisschen Preisvergleich macht. Aber jetzt bei den Sachen bis 3K oder so, ob ich jetzt dann quasi 1000 oder 1800 dafür zahle, das hat jetzt nicht so die riesen Auswirkungen tatsächlich. Da kostet es mich mehr, wenn ich die ganze Zeit hin und her am Loggen bin für jetzt ein paar hundert Gold. So, das hat jetzt gekostet... Ja, ziemlich genau 10k hat das jetzt gekostet. So, die ganzen Rezepte, die muss ich dann halt schauen, dass ich auf die jeweiligen Chars kriege. Hier mit dem Schmiedechar kann ich gleich schon mal ein paar lernen. Der hat Schmiedekunst und Kochkunstrezept, das kann ich auch lernen. Schneiderei, Juwel, das kann ich alles nicht lernen. Schriftenkunde können wir auch nicht lernen. Und ja, dann packen wir das mal auf die Bank. Rezepte muss ich halt jetzt meine Chars jedes Mal nach jedem Server durchloggen. Und die quasi direkt lernen, sonst checkt das Addon das nicht, dass ich die schon hab und dann wird es immer ein bisschen blöd tatsächlich. Also, jetzt machen wir das vielleicht folgendermaßen, legen wir die da hinten rein. Ich lock kurz die Chars durch, lerne die. Warte mal, die Gierteile kann ich auch hier rein. Es ist schon, okay, ich muss mal wieder ausmisten, ihr merkt schon, ist schon wieder relativ voll. Okay, also wir haben jetzt insgesamt 40k rausgehauen, aber das war jetzt noch relativ günstig. Gut, ich logge weiter, lerne die Rezepte und dann schauen wir auf dem nächsten Server weiter, hätte ich gesagt. So, Dulla, als nächstes sind wir auf Auchhindon unterwegs. Und ja, da stellen wir jetzt erstmal hier die Kriegsbank, nehmen mal 100k. Ich denke mal, da müssten wir erstmal hinkommen mit. So, ich habe schon einmal gescannt, wir kaufen jetzt wieder die Sachen so bis 3k, hätte ich gesagt. Mal gucken, was da so geht. Jetzt müssen wir halt gleich ein bisschen rechnen, ne? Aber das kriegen wir, denke ich, mal alles hin. So, okay. Wenn ihr etwas Exotisches findet, also 23k habe ich jetzt ausgegeben, ne? Muss ja mal ein bisschen andersrum rechnen dann. Ja gut, das ist natürlich jetzt nervig mit dem Skill-Ding. Jetzt machen wir einfach irgendwas, dass das da mal weggeht. Das meiste müsste ich dann auch wieder auf die Kriegsbank legen können. Super, das kann ich jetzt nicht benutzen. Das ist ja blöd. Ah, das nervt doch nicht mit dem blöden Geskille immer. Also, wer bei Blizzard sich das einfallen lassen hat, dass das dann immer über im Inventar drüber ist, richtig blöd. Okay, die kosmetischen Sachen, die kann ich jetzt nicht benutzen. Dann muss ich jetzt zwischenrein dann nochmal umloggen, aber die kann ich ja auch hier drauflegen. Dann machen wir das mal. Warte mal, kann ich das... Zeugel irgendwie hier noch zwischen rüberlegen, dass ich nicht durcheinander komme, nicht, dass irgendwas verschollen ist und ich es mir doppelt und dreifach verkaufe, ne, das wollen wir dann eher nicht. So, okay, dann ist das letzte Fach jetzt hier mit dem ganzen Stuff. Drei muss ich dann noch lernen. Gut, dann tun wir jetzt schon mal 23k noch in meine Tabelle eintragen. Wo habe ich's? Achso, das geht genau. Ich habe 27k bis jetzt ausgegeben, 23, dann sind wir bei 40. Also ich ziehe es euch nachher schon nochmal rein, aber jetzt lassen wir das mal auf dem anderen Bildschirm. Glaubt's mir, dass wir jetzt bei 40 sind. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir als nächstes nach Pets. Nach Pets.
Na komm, das kaufen wir für 3,5. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Dann haben wir Pets jetzt bei 7. Vorher hatten wir es, glaube ich, aufgerundet, ne? Dann haben wir es jetzt abgerundet, dann passt es. Und dann schauen wir jetzt noch, was Ding angeht, Rezept, also gut, Spielzeuge, wird wahrscheinlich das Juwetoy oder so drin sein, aber das will ich mir eh selber craften, da brauche ich den First Craft noch, also von dem her. Stopp, wo war ich jetzt? Ach da. Rezepte, schauen wir mal, ob da noch ein paar günstige drin sind. Naja, ein oder andere. Achso, jetzt hätte ich mir merken sollen, wie viel wir da ausgegeben haben. Ja, jetzt muss ich kurz rechnen. Also wir hatten quasi 23 für die Pets, dann 4 jetzt für das andere, 27. Und jetzt haben wir hier 40, 42 minus die 27. Dann haben wir 15 jetzt für die Rezepte ausgegeben. Wahrscheinlich habe ich mir irgendwo verrechnet, aber... ja gut. Und bis jetzt hatten wir 10 ausgegeben, also sind wir bei 25. Ich hoffe, meine Rechnung macht am Ende Sinn, aber wir werden sehen. Wird mich bestimmt irgendjemand in den Kommentaren berichtigen, es sind lauter Ingi-Rezepte, so wie das aussieht. Okay, dann sind wir jetzt auf dem Server auch soweit good to go. Rezepte sind schon sau viele, ne, wie ihr das seht. Ich gucke jetzt mal auf der einen Seite, ob auch Rezepte auf auch Hindern, ob da irgendeins das günstigste ist, auch von den teuren. Dann kaufe ich mir das Kleine, dass ich dann wieder einen Char stellen muss, wisst ihr, dann geht das immer hin und her und dann macht das ja auch ein bisschen wenig Sinn. Aber ich sehe jetzt tatsächlich keins. Was da am günstigsten wäre? Nö, ich glaube, das passt. Nochmal die Pets. Nö, dann locken wir weiter. Passt, haben wir alles reingepackt. Ach nur, das Gold müssen wir zurückpacken, bevor ich den Char jetzt lösche. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Okay, und weiter geht's. Als nächstes sind wir dann auf Twisting Netter unterwegs. Und da haben wir jetzt auch nochmal ein paar Sachen, die wir uns kaufen können. Ich habe wieder 100k aus der... Ups, habe ich über Springen gedrückt. Das macht natürlich keinen Sinn. Warte mal, das muss ich jetzt neu aufmachen. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Ups. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Na gut, vielleicht muss ich es manuell kaufen. Ja, machen wir es so. Ich habe jetzt ein bisschen verkackt hier. Habe einen falschen Button gedrückt. So, das holen wir uns noch. Das können wir uns noch holen. Da sind jetzt gar nicht mal so viele grüne Sachen drin. Also das sind jetzt einmal 26k. Ah nein, jetzt geht der Kack hier wieder los mit der Skillung. Warte mal, wenn ich in dem Menü bin, dann wäre es theoretisch sogar auch nicht, oder? So, naja gut, jetzt haben wir es zumindest weg. Also die können wir dann alle einmal hier benutzen. Ich weiß es halt nicht, ob ein paar auch von Rares sind oder wie das genau läuft. Da muss ich dann auch ein bisschen weniger Rares campen. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Viele sind noch gar nicht eingetragen im All of Things, ne? Also da fehlt's dann noch. Das sind natürlich wieder lauter, quasi Sachen, die ich dann auch den Twinks geben kann. Also eigentlich jetzt echt gutes System, ne? So, das waren jetzt 26k. Das tragen wir gleich wieder in meine Liste mit ein. Dann sind wir bei 66. Okay, als nächstes hätte ich gesagt, schauen wir wieder nach Pets. Habt ihr was da irgendwas dabei ist, Haustiere. Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Vippi ist hier für 6k drin. Ich müsste mal gucken, wo es komplett... Vippi. Ja gut, der günstigste Vippi ist bei 5k. Das ist sogar der zweitgünstigste Vippi komplett EU. Naja, gut, kaufen wir uns doch. Und der andere, ist der noch irgendwo? Ja gut, der ist schon einmal deutlich günstiger woanders drin. Wenn ihr etwas Exotisches, also haben wir jetzt 7k für den Vippi gezahlt. Also, wo haben wir es?
Ja, dann sind wir jetzt bei 14 bei den Pets. Und hier habe ich jetzt ausgegeben 33. Okay, und jetzt schauen wir mal noch, was an Rezepten rumkommt. Habt ihr was Antikes Rezepte? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Da sind jetzt ehrlich gesagt gar keine wirklich günstigen mehr drin. Könnte jetzt aber auch daran liegen, dass wir die ganzen günstigen quasi woanders eingetütet haben. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir mit Rezepten nach oben gehen. Und dann bis 10k die kaufen. Das wäre wahrscheinlich... wahrscheinlich sinnig. Ja. Muss es gerade nochmal... Aber irgendwie buggt jetzt meine... Achso. Buggt jetzt meine Liste gerade ein bisschen rum. Ah, ich habe nur einen Server mir anzeigen lassen. Ja gut, die restlichen Rezepte, die jetzt noch drin sind, sind schon alle ein bisschen teurer. Jetzt, das sind jetzt wenige wirklich günstig. Oder vielleicht machen wir noch einen Server, hätte ich gesagt. Und dann schauen wir weiter. Ich sehe jetzt auf Alonsos wäre jetzt noch was günstigeres drin, so wie es aussieht. Ja, da sind halt teilweise immer nur ein günstiges drin, ne, Ankirage. Ja, komm, wir machen nur einen Server, wo wir die günstigen abfischen und dann gehe ich auf 10k hoch, hätte ich gesagt. Juti, dann können wir den Char wieder löschen. Vielleicht tue ich aber vorher das Gold nochmal zurück einlagern. 5. Oh, ich hab's. Das wäre jetzt. Jetzt hätte ich es beinahe verkackt. Ich hab's entnommen und nicht eingezahlt. Okay, gut, dann schauen wir weiter. So, Dolla, als nächstes sind wir auf Helune unterwegs. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit Temok an. Hier gibt es jetzt einen Teil, was von Interesse ist, das Plattending. Für 600 Gold. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. So können wir das schon mal wieder in die Liste einmal mit aufführen. Also dann sind wir jetzt bei 67. Dann gehen wir mal auf Haustiere. Dann haben wir jetzt Schattenhüpfer. Jetzt muss ich nochmal kurz in die Liste gucken. Schattenhüpfer. Den gibt es theoretisch auf anderen Servern günstiger, also den skippen wir mal. Und dann gucken wir jetzt noch wegen Rezepten. Und hier hätte ich jetzt gesagt, wir gehen jetzt mal auf die 10k hoch, ne? Also... Da fangen wir jetzt mal an. Hier gibt es noch ein paar Günst... Ah, jetzt habe ich wieder bei Springen gedrückt. Ich bin so ein Mongo, echt. So, den kaufen wir. Das machen wir jetzt dann auf den anderen Servern auch, dass wir immer bis 10k alles rauskaufen. So, da sind ja noch ein Haufen andere drin. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Ja gut, das waren jetzt einige Rezepte. Das hat mich jetzt gekostet... 67 minus quasi die 1000 für das eine Ding, für den Gürtel, sind wir bei 66, wenn ich mich jetzt nicht arg verschaut habe. Also das war jetzt schon ein bisschen mehr, aber gut, das war mir klar, dass das jetzt hinten raus teurer wird. Also gut, das schlagen wir auch noch drauf. Dann haben wir 70, 80, 90, 91 sind wir dann. Gut, die gehe ich jetzt mal noch... Hat das Gold müssen wir noch wieder einlagern? Die gehe ich jetzt mal lernen. Und dann schauen wir auf den nächsten Server. Ich glaube, ich muss auch noch auf ein paar russische tatsächlich. Und da muss ich dann das Sprachpaket ändern und so. Also es wird dann noch tricky. Als nächstes sind wir auf Ravenscrest unterwegs. Und ja, da hauen wir jetzt auch mal ein bisschen rein, was Temok angeht. Ich würde sagen, da kaufen wir jetzt auch bis 10k. Ihr seht, es sind nicht mehr viele Sachen. Also das sind jetzt so die letzten paar Geschichten. Machen wir hier bis 10. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Dann gucken wir mal, dass wir das lernen. So, für Temok, das waren jetzt 22. Ich habe mir diesmal ein bisschen mehr Gold rausgenommen, weil ich mir jetzt nicht ganz sicher war, ne? Ja, ich ziehe euch das mal rüber, also dass wir so einen Zwischenstand haben, 22, also haben wir 80, 89 hier. Dann gucken wir mal, was Pets angeht. Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Ich würde sagen, die kaufen uns jetzt 1, 2, 3, da gehen wir jetzt auch bis 10k hoch. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. 2,
Und 3 haben die jetzt gekostet, das habe ich gar nicht genau geguckt. Was haben wir gesagt? 22. Und jetzt haben wir 39 insgesamt ausgegeben. Dann sind wir bei 17, ne? 14k hatten wir, also sind wir bei 30, 31. So, und jetzt kommen wir dann noch zu dem teuren Punkt, und zwar den Rezepten. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr reinlatzen. Und ich bin auch schon überlegen, ob wir da dann das Cap ein bisschen weiter hochgehen. Ja, jetzt kaufen wir erstmal die hier alle ein. Ich glaube, jetzt gehe ich sogar bis auf 15 hoch. Tatsächlich. Oder bis ich jetzt hier kein Gold mehr habe. Okay. Bloß nicht nuscheln. Das soll jetzt erstmal reichen. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. So, die packen wir jetzt alle mal drauf. Und dann muss ich kurz ausrechnen, wie viel wir jetzt rausgehauen haben. Die Rezepte. Also, was hatte ich gesagt? 39. Nur über knappe 5. Also haben wir 200 minus 39 minus 5. Also, halt, das macht keinen Sinn. 156 kamen jetzt für Rezepte rausgehauen. Not bad, not bad, not bad. Und was hatte ich vorher? 91. Wie ich euch das mal wieder rüber, dass wir wieder so eine kleine Übersicht haben. Dann haben wir jetzt 247k ausgegeben. Ja, das dachte ich mir schon, dass das der Hauptpunkt wird mit den Rezepten. Aber gut, eventuell kann ich da auch wieder ein bisschen Gold machen. Ich habe meine Berufe ja alle auf Max, ne? Und eventuell können wir das ein oder andere reinholen. Ich habe letztens schon mal Aufträge gekriegt, 10k Gewinn hätte ich da gemacht, aber hat das Rezept nicht. Und ja, wenn man die Rezepte jetzt hat, dann kann man da eventuell sich ein bisschen was noch zurückholen. Und für die Sammlung ist natürlich auch relevant. Gut, okay, dann sind wir jetzt hier auch fertig und loggen auf den nächsten Server. Beziehungsweise ich muss erstmal jetzt die Rezepte wieder alle lernen. Okay, 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 okay. Gut. Als nächstes sind wir dann auf Asjol Narub. Da bin ich jetzt mal auf Hordenschars geswitcht. Da haben wir noch 2 Teile drin. Die haben jetzt zusammen hier knappe 19k gekostet. Danke für die Geduld. Können wir jetzt gleich mal lernen. Also ihr merkt, T-Mox wird es jetzt auf jeden Fall weniger. Wisst ihr, was mich ein bisschen wundert? Dass hier gar keine Raid-Sachen drin sind. Auf keinem Server bis jetzt. Nur nicht gesammelt. Weil irgendwie hat er manche Sachen, glaube ich, da noch nicht so ganz drin. Weil seht ihr, hier sind noch ein Haufen... das sind die ganzen Crafted-Teile. Ja gut, ich sag mal so. Die baue ich mir dann vielleicht auch selber. Und das sind hier die Raid-Sachen, ne? Gut, die will ich aktuell jetzt innen nicht holen. Komisch, dass die hier jetzt noch nicht mit dabei sind. Also die müssen wahrscheinlich erst manuell alle eingetragen werden, dass das die vernünftig scannt. Hier sehe ich es aber zumindest ein paar Sachen. Und ja. Gut, so viel dazu. Wobei er jetzt mir hier nur Plattenzeug anzeigt. Ja, okay. So viel zu dem. Jetzt tragen wir das schon mal ein, die T-Mog-Geschichten. Also das war jetzt Nummer 19. Wir waren stehen geblieben bei... 89. Dann haben wir 90. 108 haben wir dann. Okay. So, dann schauen wir mal, was hier noch an Haustieren drin ist. Ob wir da irgendwas Schickes noch haben. Okay, die sind irgendwie bei 100k. Das kaufen wir auf keinen Fall. Und jetzt Rezepte. Da hatte ich nämlich eins vorgesehen, die günstig waren. Deswegen habe ich ursprünglich auf dem Server mir jetzt einen Char gemacht. So, machen wir mal hier Start. Machen wir wieder bis 15k die ganzen Dinger, hätte ich gesagt. So.
Und dann rechnen wir es wieder runter, was wir quasi jetzt ausgegeben haben. Also wir haben jetzt hier knappe 70.000 rausgehauen. Und 19 hatten wir jetzt über das Thema, also sind es 51.000 Gold. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das alles wieder in die Warbank. Klasse. Also. Rein, die Sachen. Mann, das waren jetzt hauptsächlich VZ-Rezepte, ne? VZ, VZ, VZ. Und das sind zwei. Ne, ein Ingi und ein Lederer. Also jetzt packen wir da nochmal 51.000 drauf auf die 247. Ich kann es euch mal reinziehen, dass wir wieder so ein bisschen den Zwischenstand seht. Dann sind wir bei 298. So, naja, wir sind jetzt schon über eine halbe Million, die wir rausgehauen haben. Am meisten haben natürlich jetzt die Berufsrezepte gekostet. Und da werden auch noch mal einige kommen. Also da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Dann sind wir auf Silbermond unterwegs. Und dort haben wir jetzt auch wieder ein paar Timox-Sachen. Also für 5 kam er jetzt eins, für 6, 5 und für 10. Die können wir jetzt eigentlich schon mal rausholen, hätte ich gesagt. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Lernen wir die direkt mal. 2 und 3. Und dann gucken wir jetzt als nächstes nach den Pets. Was hat denn das jetzt gekostet? 22, ne? Eine Liste gleich schon mal ein, dass wir da auf dem Stand sind. T-Mog, dann sind wir bei 130. Okay, die Pets, weiß ich jetzt nicht. Die sind jetzt schon relativ teuer für so... Also ich weiß gar nicht, wie schwer die zu kriegen sind, ne? Keine Ahnung. Aber da muss ich jetzt mal kurz gucken, ob das eher an einer günstigeren oder einer teuren Front ist. Wobei 17.000 für den geht eigentlich... Und der andere, wo haben wir den? Also ich habe jetzt hier auch wieder die Übersicht, ne? Von den Komplettpreisen. Ah, den gibt es woanders für 7. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wie viel kosten Bohnen? Ja, eine Liste. Doch hier auf 15. Auf Anto. Also den könnten wir uns kaufen für 17. Das wird sich noch rentieren. Und jetzt gucken wir mal, der hier ist auch woanders für 12 drin, Schnief. Den kriegst du auf Stormscale für 30. Naja, dann kaufen wir uns den hier zumindest schon mal. Für 17,5. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Und dann haben wir jetzt 61, sind wir runter. Gut, das trage ich jetzt meine Liste noch ein. Also 17, dann sind wir bei 40, 48 für Pets. Okay, und jetzt kommen wir zum teuren Spaß, und zwar zu den Rezepten. Wir sind jetzt auf 61 runter, ja gut, da sind die halt alle teuer. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir raufgehen auf bis zu 20.000. Mit den Rezepten, die ganzen günstigen, werden wir jetzt abgefischt haben, wisst ihr, was ich meine? Dann machen wir jetzt bis zu 20.000 Rezepte. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt 200.000 jetzt hier rausgenommen. Das wird jetzt eh relativ schnell in dem Gelände sein. Können wir dann die 200.000 pro Server aufbrauchen und dann schauen, ob wir günstigeres finden. Also das waren jetzt 161. Minus die 2 sind wir bei 159. Jetzt hier rausgehauen haben. Nehmen wir das mal aus. 159 plus die 289 sind wir bei schon 457. Das mit den Rezepten wird teuer. Wenn ihr etwas Exotisches findet, ich habe bei Weitem immer noch nicht alle. Sage ich da nur. Naja, gut, packen wir sie hier wieder drauf, die ganzen Dinger. Sind halt auch viele von diesen PvP-Rezepten, ne? Aber die wollen auch aktuell einige gecraftet haben und da kann man eventuell sogar noch die ein oder andere Goldstück mit verdienen. Okay, dann lerne ich die Rezepte wieder und dann schauen wir uns den nächsten Server an. Als nächstes bin ich jetzt auf einem kleinen französischen Server.
Und da sind jetzt noch zwei Rezepte drin, die halbwegs gut im Preis sind. Und zwar haben wir da einmal ein Lederrezept für 8,5, das kaufen wir uns jetzt. Und dann noch ein Lederrezept für 10k. Wenn ihr etwas Exotisches findet, sind jetzt zusammen knappe 19k, die ich jetzt hier ausgegeben habe. Die packen wir dann auch noch auf die Bank. Jetzt müssen wir ein bisschen, bisschen mehr aussortieren, was die Server angeht, weil jetzt werden die Sachen dann hinten raus teurer. Hier geht es jetzt dann schon weiter mit 28, aber so viele sind es jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr. So, die hätte ich gesagt, tragen wir jetzt auch noch ein. Wo haben wir denn meine Liste? Also 28, 28, 29. Also Rezepte. Jetzt rechnen wir das schön mit dem Taschenrechner, dass wir uns nicht vertun. 485. So, zum Beispiel auf 800k. Als nächstes sind wir auf Hiel unterwegs. Und das ist jetzt ein französischer Server. Da habe ich das letzte Temok-Teil, was noch fehlt, gefunden. Also das letzte grüne quasi. Für 5k. Und ich würde sagen, dort lernen wir gleich mal. Postkasten habe ich noch keinen. Ich habe jetzt auch mal zur Abwechslung mal ein paar andere verbündete Völker hier genommen, ne? Also verbündetes Volk brauche ich halt, dass ich ein Auktionshaus-Mount anmachen kann. Stufe 10. Genau, also das waren jetzt 5k. Jetzt schauen wir mal, wo ist meine Liste. Dann haben wir jetzt Temok 135. Und damit müssten wir bei allen von diesen grünen Stuff durch sein. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, sind halt die Crafted PvP-Items. Achso, da ist jetzt alles drin. Die werde ich mir aber für den Erstherstellungsbonus halt eh selber craften, ne? Also das bleibt eh nicht aus. Und das sind diese Raid-Teile, ne? Aber die sind aktuell noch zu teuer. Das Toll werde ich mir später eh selber craften. Jetzt können wir jetzt noch gucken wegen den Pets, ob sich das hier rentiert. Also Haustiere. Die 5k hatte ich eingetragen. Switche ich auch mal in der anderen Liste. Also 18, 18, 24. Also das ist einmal Säumchen. Das gibt es auf dem spanischen Server noch ein gutes Stück günstiger. Das rentiert sich jetzt nicht. Und was haben wir da? Juckbiss. Das kostet... das kriege ich auf dem spanischen günstiger. Dann müssen wir nachher mal auf den spanischen Server gehen. Und Bone, haben wir den da wenigstens günstig drin? Nee, es ist eigentlich jetzt alles für die Katz. Dann würde ich jetzt wegen den Rezepten schauen. Haut mich jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht so vom Hocker. Rezepte vom Preis her. Auch hier gucke ich jetzt mal so grob zum Vergleich. Stoffkapuze. Wie viel das bei den anderen drin ist. Wo wir jetzt hier lauter Zeug kaufen, muss der Stoff kaputt. Naja, okay, gut. Das ist jetzt... Auf dem anderen Server ist es für 17,5 drin. Hier ist es für 18. Also das scheint anscheinend tatsächlich in Ordnung zu sein. Dann kaufen wir jetzt hier noch ein paar Dinger raus. 20 hätte ich gesagt. Okay. Warum zeigt er mir jetzt hier nichts an? Aber gut, ich habe 200k, das kann ich mir jetzt auch hier über die Dinge zusammenrechnen. Dann waren das jetzt knappe 80, nicht ganz, 5 weg, 78 waren das jetzt, wenn ich es jetzt grob überschlag. Naja, jetzt werden die Rezepte schon teurer und das sind noch einige, also da werden wir schon noch ein bisschen Gold liegen lassen müssen, befürchte ich. Aber zumindest mit den T-Mox müssten wir jetzt durch sein. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Das ist alles Lederverarbeitung, Schneider. Okay, also die einen tragen wir jetzt auch noch kurz ein für die Rezepte. Das hatten wir jetzt drin, die 5k. Und was hatte ich gesagt? 78, ne? Plus 78, dann sind wir hier bei 563. Ja gut. Dann sind wir jetzt auf besagten spanischen Server unterwegs, und zwar Sanguino oder irgendwie so heißt der. Und da können wir jetzt erstmal die Pets kaufen. Also Temok dürfte keins mit drin sein. Nee, da ist nichts drin. Hier sind die zwei Pets drin. Also zusammen ein bisschen über 20k kosten die. Ja, 21k haben wir jetzt für die Pets gezahlt. Und dann können wir jetzt noch Rezepte gucken.
Ein paar sind drin, die nicht schlecht ausschauen. 1, 2, 3, 4. Die hätte ich jetzt mal gekauft. Oh ja, sind schon noch mal ein paar, ne? Die noch mehr 32, aber die kriegen wir, denke ich mal, nur woanders vielleicht günstiger. So. Also die zwei Pets, die können wir schon mal lernen. Und dann packen wir die hier drauf und ich muss noch erörtern, was wir jetzt für die Dinge gezahlt haben. Also 21.000 waren es jetzt für die Pets. Mal gleich schon mal ausrechnen. Wir haben 48, dann haben wir 60, 69 für die Pets. Und dann, was hatten wir jetzt hier? 80, 83 minus die 21 sind wir bei 62, müssten es sein. 62, dann sind wir jetzt bei 625 für Rezepte. Na krass. So, Dula, wir sind zurück auf Twisting Nether. Und da bin ich jetzt noch zurückgeswitcht, denn es gibt da einen Pet, was da tatsächlich U-weit am günstigsten drin ist, und zwar Bone. Der ist hier für 10.000 und ich würde sagen, den tüten wir nur ein. Das ist jetzt von den Pets, die im Auktionshaus sind, noch eins der günstigeren. Ne? Ich habe mir ja schon, glaube ich, 10 oder so gekauft. Und dann würde ich sagen, lernen wir den noch. Dann kommt das mit in meine Liste rein. Also dann haben wir jetzt 79.000 für Pets. Und wenn wir jetzt hier gleich schon sind, gucken wir mal wegen noch ein paar Rezepten. Also T-Mog wird, TWW T-Mog ist keins mehr drin, nur das Removed. Und Rezepte haben wir jetzt noch ein paar. Ich würde einfach sagen, ich kaufe jetzt bis 30.000 das Zeug auf, dass wir mal hier fertig werden. So, das noch. Und die anderen gucke ich mal, ob ich sie noch irgendwo günstiger finde. Okay. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Das waren jetzt quasi 200.000 minus 14. Packen wir das hier rein. Also haben wir 186 wären das dann. Das ist hauptsächlich Schneider, so wie ich das sehe. Schmiedekunst, okay. Gut, jetzt schauen wir mal. Was haben wir gesagt? 186. Dann wären wir jetzt bei 811 für die Rezepte. Oh, da geht noch ein bisschen was, glaube ich. Naja, wir schauen mal weiter. Jetzt lerne ich die erstmal, dann gucken wir mal, wo wir noch was Günstiges haben. So, Dollar, jetzt habe ich gerade nochmal auf Blackmore geguckt. Da können wir jetzt auch nochmal ein paar kaufen. Okay, da hat sich der Preis anscheinend gerade erhöht. Das überspringen wir mal. Dann kaufen wir das hier einmal. Den hier kaufen wir. Kaufen wir noch. Okay. Das waren jetzt auch wieder 108.000. Also ihr seht schon, das ist so teuer. Aber jetzt haben wir dann bald die ganzen Rezepte. Mal gucken, wie viel ich noch bis 30.000 quasi zusammenkriege. Ein paar kann ich vielleicht direkt mit dem lernen. Nee, Schmied, Schneider und VZ. 108 waren das jetzt. 108. Dann sind wir jetzt bei Rezepten 919. Baumäßig teuer. Und gut, die packe ich jetzt wieder auf die Kriegsbank und dann können wir die mit den Twinks dann lernen. Als nächstes bin ich dann auf Antonidas. Und da wollen wir jetzt die nächsten Rezepte kaufen. Da haben wir noch eins für 10.000. Die anderen sind direkt bei 30, ne? Bis dahin hatte ich ja gesagt, das verkaufen. So, haben wir zumindest nochmal... Wie viel habe ich jetzt rausgenommen? Ich glaube, ich habe 120 rausgenommen, ne? Das hätte ich mir vielleicht merken sollen. Oder wir rechnen einfach die Rezepte zusammen. Das ist, glaube ich, einfacher. Also 30, 60... Ja gut, das sind 100.000, ne? Aufgerundet, sagen wir es mal so. Also 3x 30, 90 plus die 10 sind 100. So, die packen wir dann wieder in die Kriegsbank. Und dann können wir das auch gleich nochmal eintragen. Ich habe viele Waren für Fremdlinge auf Lager. Die packen wir rein. 100, dann sind wir jetzt bei
1.019.000, was sie für Rezepte ausgegeben haben. Beauty, dann gucken wir mal weiter. Als nächstes sind wir dann auf Erida. Und da haben wir jetzt auch wieder drei Rezepte. Oder machen wir es einfach so. 1, 2 und Nummer 3. Jetzt mal nur die gekauften. Das ist auch ein Charme, mit dem ich Stuff im Auktionshaus habe. Deswegen musste ich jetzt da das Gold nicht rausholen aus der Kriegsbank. Mal, wie viel waren das jetzt zusammen? 75. Okay, schmeißen wir das noch rein. Als nächstes sind wir dann auf Arthas. Und hier habe ich noch ein Rezept für 30.000 entdeckt. Die nehmen wir jetzt auch hier mal raus. Und zwar hier das Festmahl. Sonst für ein gutes Stück mehr drin. Also das nehmen wir jetzt hier noch mit. Das sind, glaube ich, nur 2, 3 Rezepte, die ich mir unter 30.000 EU-weit holen kann. Alles andere ist teurer tatsächlich, so wie ich das sehe. So, das packen wir jetzt hier rein. Dann addieren wir in meiner Liste auch nochmal die 30.000. Also ich bin jetzt bei 194 plus die 30 sind wir bei 1.124 nur für die Rezepte, ne? Wohlgemerkt. Also die anderen Sachen sind dann noch extra. So, jetzt sind wir zurück auf Blackmoor. Da kaufen wir jetzt das letzte Rezept. Und zwar haben wir hier nochmal ein Schneiderrezept, müsste das sein. Und das kostet hier 25.000, das kaufen wir raus. Lernen das einmal. Und dann würde ich sagen, vervollständige ich meine Liste. Wo haben wir sie? Hier. Also, das waren jetzt nochmal 25.000, dann sind wir bei 1149. Und damit haben wir quasi das Endergebnis. Also wir haben jetzt ausgegeben für das eine Thema 50.000, 20.000 für Verträge, 70.000 für VZs, das hatten wir vorher schon. Dann haben wir jetzt für diese ganzen T-Mox aus Maha 135 Millionen gezahlt. Wir können hier kurz rein swappen, wenn ich jetzt unter an, ich muss unter Source gehen, kann ich euch mal zeigen, was jetzt noch über ist. Also jetzt sind quasi diese ganzen Raid-Drops über, ne? Also die machen aktuell, denke ich mal, keinen Sinn. Die gehen jetzt hier bei 25.000 los. Und dann sind jetzt hier noch ein paar removed Sachen aus Classic bzw. Cutter drin, ne? Also hier die drei, das, nee, die vier, das sind alte removed Sachen. Das andere sind alles Raid-Drops. Aber alle Green- und Blue-Geschichten habe ich jetzt. Das sind jetzt halt nur noch die Raid-Sachen, aber die vermute ich, dass sie weiter runtergehen. Dann haben wir für Pets 79.000 ausgegeben, was ich finde geht, dafür, dass das jetzt alles neue Sachen sind. Und es sind aktuell nur noch 4 Stück im Auktionshaus. Die sind jetzt hier schon, ja gut, 20.000 könnte man sich überlegen, aber da warte ich jetzt auch. Die werden sicher auch nochmal ein bisschen günstiger. Und für Berufsrezepte haben wir jetzt ausgegeben 1.149.000, also doch relativ viel. Aber das war mir schon klar, ich weiß nicht, ich glaube 100 Rezepte haben wir jetzt gekauft. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Und das sind jetzt die, die noch drin sind. Die habe ich mir jetzt gerade gekauft. Die wäre jetzt auch für 20.000 auf dem russischen Server. Aber ganz ehrlich, bevor ich das wieder das Sprachpaket umstelle und hin und her mache, machen wir das jetzt einfach so. Habe ich 5.000 mehr gezahlt und gut ist. Genau. Und die Rezepte, das sind jetzt die restlichen, die noch drin sind. 1, 2, 3, 4 sind irgendwelche Classic Removed. Ne? Die sind jetzt hier auch für mehrere Millionen drin. Und die anderen, das sind jetzt noch quasi Rezepte aus der War Within, die man kaufen kann. Das sind jetzt eine Handvoll, was haben wir, 5, 10, 12 minus das, 11. Also 11 Rezepte aus der War Within sind jetzt hier noch drin, die man kaufen kann. Und das sind zum Teil auch Raid Drops, die sicher günstiger werden, beziehungsweise die anderen werden sicher auch noch ein bisschen günstiger. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir hier einen Stopp rein. Wir haben dann insgesamt ausgegeben 1.503.000. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut bei dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Waste-Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.